For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls für Oblivion. Wir sind im Turm von Rangit und da würde ich sagen, auf geht's zur Schatzkammer. Schauen, wo sie sich befindet. So, einmal da rein. In Ordnung. Nummer 3 auf meiner Liste. Dinge, die ich in diesem Leben nicht sehen will. Tote Bosma in Tellervertiefungen zum Verzehr angerichtet. Vielleicht waren es ja Menschen. Es sind besser Menschen. Auf der anderen Seite des Meeres gibt es ein Volk, das ihre Nahrung in Konkons einwebt und dann langsam bei lebendigem Leibe aussaugt. Nennt man Spinnen. So Stück für Stück. Immer ein bisschen. Richtig schaurig. Aber großartige Köche. Tja, und was auch immer hier dinierte, wird wohl satt sein. Also, wollen wir natürlich erst, nachdem unser Anführer vorangegangen ist. Was soll das ich heißen? Hoffe, einer von diesen ist Ulram selbst. Ich will keine blöden Überraschungen erleben. Wer? Wie soll er so viel Gold auf einmal hier herausgebracht haben? Außerdem war die Eingangshalle geflutet. Ach du Scheiße. Ich schicke eure verdammte Seele hier hin zum Waffenschlagen. Ja, wer? Hey! Jesus. Was mit dem Rest?
Sehr schön. Oh, da ist ein Thron. Ja, da wo es sitzt. Das ist nicht die Schatzkammer. Über euch liegt die Gebetshalle. Durch diesen Schacht wurden den Göttern die Opfer dargebracht. Diese Räume wurden einst schwerer bewacht als die Hallen von Vlanor. Wirklich beeindruckend. Und wo wir gerade so schön davon am Erzählen sind, wo ist denn das ganze Gold? Vermutlich dort. Was für eine ironische Wendung. Ach so? Sie haben einfach Gold, Frauen, Kühe, Kinder in diesen Graben da geworfen und dann war's das? Das riecht nach Marodan. Ei, das denke ich auch. Marodan Osterkal? Ein unbedeutendes Fleckchen, südwestlich von hier. Dort konnte man auch Opfer bringen. Sie haben auch das Gold über einen Schacht in einen Opferraum geworfen. Und dort wurde es dann von den Priestern eingesammelt. Es gibt hier mit Sicherheit einen geheimen Ausgang. Ich wüsste gerne, was aus der Stadt geworden ist. Sie haben einen neuen Grafen. Nachdem die Oblivion-Tore sich öffneten, war die Stadt erst abgeschnitten. Normalerweise fährt ein Schiff von Anvil, hat aber nie viel an Bord. Das solltet ihr euch merken, denn die nächste und letzte Mod, die wir spielen werden, heißt Marodan Osterkal. Naja. Interessant. Keiner hat was zum Sagen. Der ist ein bisschen groß, oder nicht? Auch keine Füße. Dazu. Ihr seid ein ganz schön füchsiges Kerlchen. Im Gegensatz zu euch, der alle Charaktereigenschaften eines Faultiers in sich vereint. Können wir jetzt gehen? Ah, der Rhein da. Madame. Der Herr. Gold, Gold. Ah, Gold. Aus dem Weg. Alles meins, alles meins. Oh, komm zu mir. Nicht. Habt ihr geglaubt, es wäre vorbei? Wenn ihr das letzte Siegel passiert, dann gibt es kein Zurück mehr. Kein Zurück mehr? Von was? Dem Fluch. Niemand kann das Gold aus dem Tempel bergen, ohne seine Seele an die alten Götter zu opfern. Ach,
Und das fällt euch gerade jetzt ein. Ihr wisst mir ein bisschen zu gut über das ganze Gold Bescheid, wisst ihr das? Kein Wunder. Ich habe es ja auch ein paar hundert Jahre bewacht. Das war jetzt aber wirklich eine dramatische Pause. Oh oh, in Ordnung. Keine Jubelschreie, kein Gezank um Juwelen, keine lachenden Münder unter gierigen Augen, die verraten, dass man gerade überlegt, wie man sich dem anderen am besten entledigt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich rieche, dass hier was nicht stimmt. Und wehe, einer sagt, es hat was mit dem Gold zu tun. Es hat nichts mit dem Gold zu tun. Es ist verflucht. Verdammt! Es war doch alles so einfach. Unser einäugiger Tempelführer hat uns gerade über diese kleine Nebensächlichkeit eingeweiht, die de facto heißt, dass wir nun hier elendlich verfaulen werden. Ihr lügt doch! Erzählt mir keinen Blödsinn! Ich habe meine erste Goldkette im Alter von 8 Jahren geklaut. Das heißt, ich bin schon über 12 Jahre in diesem Geschäft. Und es gibt immer einen Ausgang. Es gibt immer einen. Hört ihr? Immer. Ich habe nicht gesagt, dass es keinen Ausgang mehr gibt. Aber ihr wisst, was die alte Norna euch prophezeite. Es wird so geschehen. Das ist unabänderlich. Ihr werdet alle sterben müssen. Ich auch? Ich meine, ich bin doch nur mehr oder minder zufällig dabei. Ihr könnt es auf die schnelle oder die langsame Weise haben. Aus diesem Grund bin ich dabei. Gandre will uns töten? Eigentlich hatte ich eine andere Vorstellung davon, als er sagte, er schütze mich. Also entweder ich bringe ihn um und sterbe elendig an Hunger und Durst, oder ich vertraue ihm. Möglicherweise keine intelligente Lösung, aber zumindest ist es eine, deren Sinn und Zweck ich bisher ernsthaft nicht durchschaue. Na dann, schlagt mal zu, Krieger. Ich beschleunige das mal kurz. Falsch. Da. Wusch. Ach ja. Was ist los? Werdet ihr müde? Stirb, du Ratte. Erbärmlich. Ach, jetzt ja. Ist Schluss. Nehmt das. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Leid, aber es gab keinen anderen Weg hinaus. Die Göttin der Nacht wacht über diesen Weg. Nur den Toten gewährt sie Einlass. Nur die Lebenden entkommen ihrem Reich. Ihr wart ein Wächter? Ja, der letzte des Ordens des Bluttempels. Aber das ist vor einer sehr langen Zeit gewesen. Weit vor eurer Geburt und lange bevor Adan das Reich errettete vor den Kräften der Dedra. Warum habt ihr nichts gesagt? Hättet ihr euch von mir richten lassen und mir vertraut? Wohl kaum. Norna sah, dass ihr etwas Besonderes seid. Daher bat sie mich, über euch zu wachen. Und das tue ich auch. Ihr werdet das Gold Rangits an der Schicksalspforte vorbeibringen und für alle Zeit den Fluch, mit dem der Orden an den Tempel gebunden ist, brechen. Nur gebt Acht. Wenn ihr vom Pfad abweicht und herunterfallt in die Unendlichkeit der Niedersphären, dann kann euch niemand mehr helfen. Selbst ich nicht mehr. Okay. Heißt, ich darf nicht... Nein!
Okay. Spaß beiseite. Ganz wichtig, sonst erlebe ich noch ein blaues Wunder. Ich glaube, bei so einer Situation kann ich auch mal all meine Heiltränke. Ja. Die geht mir ein bisschen zu weit links. Reich ist das Reich der Schatten und Illusionen. Dies ist der Weg in die Niedersphären. Aber unserer führt hier herauf. Gibt es eigentlich irgendeinen Ort, den der Kerl nicht kennt? Denen ist noch keiner runtergefallen. Meine Damen und mein Herr, bitte hinein. Moment.
Ah, die sind hier lang. Aber anders als man es kennt. Okay. Sind jetzt die anderen zwei? Ach du. Da lang oder da lang? Da lang. Das ist mit Abstand der skurrilste Ort, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. In deinem Tod. Was? Wir sind tot. Naja, irgendwie zumindest. So genau kann ich mir das auch nicht erklären. Komm schon. Wo ist da hin? So. Hallo? Überquert das Siegel. Moment mal, hier stimmt was nicht. What the fuck? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich könnte schwören, dass ich keinen Tropfen angerührt habe. Dennoch scheint es mir, als ob ich einen dumpfen Schlag auf den Schädel bekommen habe. Einen ziemlich merkwürdigen Traum. Schrecklicher Traum. Von diesen, ich komme nicht mehr auf den Namen. Aber das Gesicht habe ich noch vor Augen. Merkwürdig. Rangit, das war der Name. Aber verdammt nochmal, was bedeutet er nochmal? Es war auf jeden Fall nichts Gutes. Und schon bin ich wieder südwestlich von Lea Wien. Jetzt geht's aber erstmal kurz dorthin, denn schließlich hat sich da unser Pferd verirrt. Und ja, dann würde ich damit sagen, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und beim nächsten Mal
gibt's ein, zwei Plugins, sich auch zu machen. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.